Einen schönen guten Abend, liebe Trader. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Schönen guten Abend. Jawohl, Ton und Bild sind gut. Das passt, sehe ich hier im Chat. Das ist super. Und damit können wir dann auch direkt loslegen. Wenn das passt, das ist natürlich immer die Voraussetzung. Also nochmal recht herzliches Hallo an alle. Hier zu Teil 7 unserer Webinarreihe Ausbildung zum technischen Analysten. Heute geht es um das Thema von der Analyse zur Prognose zum Trade. Und dieses Webinar, das zielt darauf ab, dass wir eben alles das, was wir bisher gesehen haben in den vergangenen 6 Webinaren, kombinieren und kombinieren können. In der Gestalt genauso, wie es entsprechend für euch individuell gestaltbar sein sollte. Also es ist ja immer wichtig, dass man als Trader Strategien verfolgt, Signale verfolgt, mit denen man gut zurechtkommt, die einem liegen. Denn jeder Mensch ist eben anders gepolt. Der eine kann gut mit antizyklischen Trades umgehen, der andere kann gut damit umgehen, wenn er eben nur solche Aktien oder Werte kauft, die auf ein neues Hoch ziehen und dort dann entsprechend investiert. Und insofern muss alles eben auch individuell auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sein. Und mit den Dingen, die wir in den vergangenen 6 Jahren, Webinaren gesehen und gelernt haben, sprich erst einmal das Thema Trends, Unterstützung, Widerstand, Formationsanalyse, die Markttechnik, Indikatoren, Candlesticks und eben auch einzelne Signale, die wir im letzten Webinar besprochen haben, dass wir dahin gehen als Trader, uns aus diesen Dingen etwas Individuelles zu basteln. Und wie das aussehen kann und was dazu eben hierbei noch dann nötig ist, das zeige ich euch jetzt. Kurz zu meiner Person, vielleicht für diejenigen, die neu dabei sind. Mein Name ist Mike Thielen. Ich bin eben hier der Referent dieser Webinarreihe. Ich bin selbst eben Vortragsredner. Ich mache dies sehr, sehr häufig in Webinaren, in Vorträgen, die als Präsenzveranstaltungen da sind, in Seminaren. Da bin ich präsent als entsprechender Vortragsredner zum Bereich der technischen Analyse, zum Bereich Trading, Investing, das sind die Themenfelder, die ich dort bearbeite. Ich selbst bin Certified Financial Technician, das heißt so viel wie zertifizierter technischer Analyst, habe also hier eine Ausbildung gemacht beim Weltverband der technischen Analysten, der IFTA und der deutschen Dependance davon, dem VTAD. Bin selbst auch Trader und Investor und das finde ich eben ganz wichtig, dass wir hier auch die Theorie mit der Praxis verknüpfen können, um hier natürlich nicht nur theoretisch, was theoretisch interessiert und theoretisch auch funktionieren könnte, sondern eben auch, was in der Praxis schon durchaus auch erprobt ist, uns das Ganze anschauen. Hauptberuflich bin ich bei einem Online-Broker, in dem Falle beim S-Broker, unterwegs und bin dort Senior Product Manager. Das kurz dazu zu mir. Jetzt gehen wir eben den Schritt in Richtung Webinar 7 von der Analyse zur Prognose zum Trade. Und wenn wir uns das Thema mal anschauen, wie komme ich denn überhaupt dahin? Von der Analyse eben hin erstmal zu einer Prognose, um dann irgendwann meine Investmententscheidung auch umzusetzen, besteht dieser Prozess aus 3 Dingen. Erstens, wie wir es hier sehen, die Marktdiagnose. Die Marktdiagnose beschäftigt sich auch mit allen diesen Themen, die wir in den vorangegangenen Webinaren schon besprochen haben. Das fängt an mit der Trendartanalyse. Also wo sind wir denn da überhaupt beim Thema Trends? Haben wir einen Aufwärtstrend vorliegen? Haben wir einen Abwärtstrend vorliegen? Wie weit fortgeschritten ist dieser Trend? Sprich, in welchem Trendstadium bewegen wir uns? Unterstützungen und Widerstände, wo sind die vielleicht gerade kurz vor einem
ja, sind wir mit einem Kurs vor einem Unterstützungsniveau oder Kurs vor einem Widerstandsniveau? Wie sieht das Ganze aus? Trendfortsetzung, haben wir hier Durchbrüche vielleicht vor uns? Trendfortsetzungsformationen, genauso wie Trendwechsel. In dem Falle eben auch das Thema Kursformationen, wie so eine Schulterkopf-Schulterformation oder aber auch einen Doppeltop, einen Doppelboden beispielsweise, die wir uns dort beim Trendwechsel anschauen, aber eben auch bei diesen beiden, Trendfortsetzung und Trendwechsel, da müssen wir nicht nur auf Formationen schauen, sondern können dabei auch noch Indikatoren zu Hilfe nehmen. Trendwechsel, also eher im Bereich der Oszillatoren, die vielleicht Divergenzen anzeigen. Beim Thema Trendfortsetzung, wenn wir einen Durchbruch erleben, macht das Volumen damit, zieht das auch an und so weiter. Diese Dinge, die wir uns dort dann auch entsprechend ansehen sollten. Auch einiges dabei in der Ausbruchsanalyse. Also das ganze Thema Volumensanalyse dabei beispielsweise. Wie sieht denn hier der Durchbruch aus? Kann das ein valider Durchbruch sein oder könnten wir hier einen Fehlausbruch erleben? Marktsentiment, Marktstruktur, also wie sind die Marktteilnehmer denn überhaupt gestimmt? Denn ihr kennt das ja, die meisten, die in eine Richtung gehen, die haben in den seltensten Fällen dann eben auch recht am Ende. Und daher sollte man auch immer wieder auf solche Sentimentgeschichten schauen. Wie ist die Stimmung gerade am Markt? Auch der sogenannte Bild-Zeitungsindikator, der ja immer wieder auch entsprechend dort ja, genannt wird. Das hatten wir beispielsweise bei der Dotcom-Bubble, als wir im Jahr 2000 da eben die Höchststände gesehen haben, eigentlich fast mit dem höchsten Stand, den der DAX damals hatte, kam in die Bild-Zeitung und hat gesagt, jetzt in Aktien rein. Und was dann eben folgte, war eine, ja, mehr oder weniger kleine Korrektur, wenn man das mal belustigt sagen möchte. Und von daher sollte man da auch immer vorsichtig sein, wenn irgendwelche Medien oder wenn auch irgendwelche Leute, die noch nie was mit Trading, mit Anlage oder Investments zu tun haben, jetzt plötzlich auch auf den Zug aufspringen möchten und dort dann unterwegs sein wollen. Und das sind so die ganzen Instrumente für die Marktdiagnose. Wenn wir das also nochmal durchgehen, Trendartanalyse beschäftigt sich also, liegt ein Trend vor, ist es ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend? Wie können wir das umsetzen? Mit Trendlinien, mit gleitenden Durchschnitten, mit Trendbestimmungsindikatoren wie dem ADX. Das Trendstadium und auch die Trendart auch mit Indikatoren wie zum Beispiel dem MACD, dem RMI, Momentumsindikatoren, da könnte man auch das MACD-Histogramm zu Rate ziehen, Volatilitätsindikatoren, auch Bollinger-Bänder, um dort das Trendstadium auch festzulegen und zu definieren. Unterstützung und Widerstand, natürlich klassischerweise die horizontalen Linien, wo sind Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, aber auch Trendlinien oder Trendkanäle, die da fungieren, gleitende Durchschnitte, beispielsweise die 200-Tages-Linie beim Tageschart, die ja ein wichtiges Element darstellt. Auch Fibonacci-Analyse, sprich Korrekturverhältnisse, die man dort zu Rate ziehen kann. Beim Thema Trendfortsetzung, wie gesagt, die Formationen, auch Trendfortsetzung haben wir es beim Trend auch weiterhin mit den, wenn wir uns in einem Aufwärtstrend beschäftigen, höheren Hochs und höheren Tiefs zu tun oder haben wir dort vielleicht irgendwo schon mal einen gewissen Bruch gesehen und einen kleineren Strukturbruch schon gehabt. Auch der Rücktest von Trendlinien, den wir bei der Trendfortsetzung nicht unbedingt vernachlässigen sollten. Trendwechsel. In dem Sinne, worauf sollten wir dort achten? Auch auf natürlich entsprechende Trendbrüche, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind. Wir haben bestimmte Signale dafür, dass wir einen Trendwechsel erleben sollten oder können.
Zuallererst einmal ist es häufig so, dass irgendwelche Trendlinien brechen, dass wir Divergenzen sehen in Indikatoren, dass da dann eben entsprechend Formationen entstehen, wie eine vorhin genannte Schulterkopf-Schulter, wie ein Doppeltop zum Beispiel. Auch Zyklen vielleicht betrachten, die für Trendwechsel dann eben auch sprechen können, wenn wir uns am Ende eines gewissen Zykluses bewegen. Ausbrüche, natürlich ganz klar, Ausbrüche auf neue Hochs beispielsweise aus Widerstandsbereichen, wo wir dann vielleicht einen größeren Breakout sehen, das Volumen dabei nicht aus den Augen verlieren, in dem Sinne, dass es natürlich steigen sollte mit dem Ausbruch und dann eben auch das Thema Marktsentiment und die Struktur. Zu guter Letzt noch einmal, also hier, wie sieht es denn aus? Wie ist denn die Marktstimmung überhaupt? Ist die gerade besonders positiv? Ist die besonders schlecht? Und da gibt es ja auch im Trading Desk ein gutes Tool, was wir uns immer wieder anschauen können, das Sentiment der EUWAX, also der Börse Stuttgart, die dort dann eben sozusagen das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen im DAX zeigt, Calls und Puts in dem Falle, und damit uns eine Indikation gibt, wie ist denn das Verhältnis gerade? Sind ganz viele gerade auf der Long-Seite unterwegs oder sind viele auf der Short-Seite unterwegs? Und dort kann man dann irgendwo dann vielleicht auch sehen, okay, wenn wir jetzt einen großen Überhang auf der Long- oder auf der Short-Seite haben, ist das vielleicht aktuell nicht die richtige Richtung. Auch hier das Thema relative Stärke vielleicht auch betrachten beim Thema Marktstruktur. Für die Marktdiagnose. Nummer 2, die Marktprognose. Also wenn wir uns mit einem gewissen Finanzinstrument, mit einem gewissen Wert beschäftigt haben und die Diagnose erstellt haben, dass wir hier entsprechend XY sehen, die Marktprognose, wo kann das denn hinlaufen, wo kann das hinführen? Dort eine Grunderwartung dann eben festlegen, daraus abgewandelt Marktszenarien, ein Positivszenario, ein Negativszenario für die entsprechende Richtung. Also wenn wir es beispielsweise dann am Ende des Tages auch mit einer solchen Kursformation zu tun haben, wie einer Schulterkopf-Schulter-Formation, das Thema, wann ist diese Kursformation dann entsprechend gegeben bei einer Schulterkopf-Schulter-Formation, wenn die Nackenlinie bricht. Da wäre das Szenario 1 eben, die Nackenlinie bricht, wir laufen nach unten und erreichen dann irgendwann auch das Kursziel, vielleicht mit einem Pullback zurück nochmal an diese Nackenlinie, einen Rücksetzer auf diese Nackenlinie und dann kommt nochmal der richtige Schwung nach unten. Das wäre das Positivszenario, dann aber eben auch das Negativszenario dazu geben, wann ist eine solche Formation nicht mehr intakt, wenn ein gewisser Punkt überschritten wird, nämlich die rechte Schulter bei einer Schulterkopf-Schulter-Formation. Also auch hier, da gibt es eben nicht immer nur die Dinge, die für den Trade sprechen, es gibt auch Dinge, die gegen den Trade sprechen und man sollte auch und gerade auf Dinge schauen, die gegen den Trade sprechen. Kursziele bestimmen, ganz klar. Wo kann es da mindestens mal hingehen? Das ist das ganz Charmante an einer beispielsweise Formationsanalyse. Dort haben wir es dann immer wieder auch im Regelfall mit Mindestkurszielen zu tun. Wir schauen uns das gleich auch mal in einem Chart an. Wir sehen da mal ein paar Beispiele im Trading Desk gleich live und daraus abgeleitet eben Chance-Risikoprofil erstellen. Passt das dann eben auch für mich? Ist die Chance größer als das Risiko, was ich eingehe und passt das in meinen Plan, wenn ich denn überhaupt einen Plan habe? Das ist eben auch ganz wichtig. Kommen wir später noch dazu. Und Nummer 3 ist dann eben der
Investmentprozess. Und da sind es eben nicht nur Signale, die wir befolgen, wenn eine Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch steigt, dann gehe ich einfach mal rein, sondern der Investmentprozess ist so viel mehr, dass wir nämlich schon vorher einen Plan zurechtgelegt haben. Wir haben einen Tradingplan, wir gehen immer wieder gleich vor. In dem Plan stehen unsere Ziele drin, also was möchten wir mit dem Trading überhaupt erreichen? Möchte ich da einmal im Jahr von in Urlaub fahren? Möchte ich einen Betrag von X im Jahr erreichen, im Monat erreichen, in der Woche erreichen? Möchte ich vom Trading leben? Das Ganze natürlich konkretisieren. Dann eben, welche Voraussetzungen ich habe, wann kann ich überhaupt traden, wann diese Trading-Zeiten, die ich habe, wo trade ich, mache ich das von zu Hause aus oder nutze ich da mein Smartphone? Das ist natürlich auch ein Thema, was man durchaus beleuchten sollte. Ich weiß nicht, wer von euch, da frage ich einfach mal, wer von euch tradet denn zu Hause vorm Rechner, wer von euch nutzt aber auch die mobilen Endgeräte wie ein Smartphone, wie ein Tablet, was auch immer. Laptop zu Hause, PC, ausschließlich Rechner. Smartphone, wenn ich unterwegs bin. Die meisten sagen nur Rechner. Ein kleiner Tipp oder einfach mal eine kleine Anregung. Diejenigen, die ein Smartphone benutzen oder auch ein Tablet, schaut mal die Performance, wenn ihr beides macht, Rechner und Smartphone. Schaut mal die Performance von den Trades, die ihr mit dem Smartphone macht, im Vergleich zu dem, die ihr am Rechner macht. Häufig sieht man, nicht bei jedem, aber trotzdem häufig, dass die Performance mit den Trades, die man mobil macht, schlechter ist. Und das kommt eben nicht von ungefähr, sondern weil man natürlich auch hier mit einem Smartphone beispielsweise immer wieder das Thema Einfachheit auch spielt. Ich kann ganz einfach von überall traden. Das Problem dabei ist, dass man sich unterbewusst das Ganze dann auch einfach zu einfach macht und sich gar nicht mit dem ganzen Prozess hier, mit dieser dreistufigen Geschichte beispielsweise, die ich hier aufzeige, auseinandersetzt, sondern einfach auch, gut, das ist gerade ein Signal, da gehe ich jetzt mal schnell mit, ohne sich vielleicht tiefergehende Gedanken zu machen. Und von daher ist das Smartphone an dieser Stelle dann eben nicht das richtige Mittel. Nur wenn man einen Plan hat und man nutzt das Smartphone eben, um diesen Plan umzusetzen. Aber nicht, um jetzt mal ganz schnell irgendwie einen Trade zu machen, sondern auch dort muss es durchdacht sein. Und wie gesagt, in vielen, vielen Auswertungen sieht man, dass Trades und die Performance mit mobilen Endgeräten schlechter ist. Also der Plan, der dazu gehört, im Plan enthalten natürlich das Risiko und das Money Management. Wo sind denn meine Gewinnziele irgendwo, aber auch ganz wichtig, das Wichtigste, die Verlustbegrenzung. Beim Thema Risiko und Money Management. Wann steige ich wieder aus, wenn mein Trade nicht aufgeht? Habe ich dort für mich festgelegt, da kommen wir später noch zu, beispielsweise einen Verlust pro Trade prozentual gesehen, 1% vom Konto, 500 Euro pro Trade, wie auch immer. Wir kommen gleich mal dazu. Und dann entsprechend der Positionsaufbau. Wie steige ich ein? Wie sind meine Positionsgrößen? Und der Positionsabbau dann auch wieder. Und das ist ganz, ganz vielschichtig. Dann am Ende des Tages die Erwartung, die ich an diesem Trade dann auch habe. Da hatten wir vorhin das Thema Chance-Risiko-Verhältnis auf der Folie davor. Und das hat viel damit zu tun. Und wann ist meine Erwartung sozusagen eingetroffen, aber wann ist das Ganze dann eben auch nicht so, wie ich es erwartet habe, wo ich dann die Reißleine ziehen muss. Diesen dreistufigen Prozess müssen wir uns unbedingt eben zurechtlegen. Die Marktdiagnose, die Marktprognose, das Investment. Denn wenn man sich zum Beispiel 52 Wochenhochs anschaut, nicht jedes 52 Wochenhoch sollte man traden. Und da gehört dann eben dazu, ein solches Signal auch zu diagnostizieren. Wir schauen gleich mal, wie gesagt, in den
in die Software rein und schauen uns da mal einige Beispiele an. Der kurze Exkurs zum Thema Risiko und Money Management. Hier ein paar Fragen, die ich aufwerfe, die man sich unbedingt stellen sollte. Und das sind nur einige Fragen. Wenn man wirklich ein Risiko- und Money Management betreibt, ein gutes, dann kommen sicherlich noch einige Fragen dazu. Aber wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ein Risiko pro Trade sollte definiert werden. Also ob ich das jetzt prozentual mache, dass ich hier zum Beispiel sage, 1% von meiner Kontogröße riskiere ich. Wenn ich 10.000 Euro habe, würde ich 100 Euro riskieren. Wenn ich 100.000 Euro habe, würde ich 1.000 Euro riskieren pro Trade. Das Charmante natürlich an prozentualen Zahlen, wenn mein Konto größer oder kleiner wird, dann passt sich mein Risiko absolut gesehen natürlich immer wieder an. Das ist das Gute, denn wenn ich mir nur eine feste Zahl zurechtlege, 500 Euro, ich habe aber nur 1.000 Euro zur Verfügung, dann riskiere ich schon 50% meines Kapitals. Und das kann es eben am Ende des Tages auch nicht sein. Denn die Verlustbegrenzung ist wirklich das A und O, um am Ende des Tages auch Gewinne zu machen und nachhaltig Gewinne zu erzielen. Die Komfortzone. Wo fühlt ihr euch wohl? Mit welchem Verlust fühlt ihr euch wohl? Und wann fühlt ihr euch entsprechend nicht mehr wohl? Die müsst ihr für euch mal definieren. Das müsst ihr für euch rausfinden, was es ist. Das ist auch bei jedem unterschiedlich. Der eine kommt damit klar, wenn der Trade 500 Euro im Minus ist. Aber ab 510 Euro wird er nervös. Beginnt dann Fehler zu machen, indem die Position vielleicht nochmal verdoppelt wird, indem bestimmte andere Fehler gemacht werden, dass man jetzt hier overtradet, dass man plötzlich noch eine andere Position aufmacht, wo überhaupt kein Sinn drin besteht. Bei dem anderen ist es bei 200 Euro, beim nächsten vielleicht bei 50 Euro, wo dann sozusagen die Grenze erreicht ist, wo man alles mit einer gewissen Gelassenheit betrachtet, ohne dass hier große Emotionen aufkommen. Und diese Komfortzone ist ganz, ganz wichtig für euch zu finden. Wenn ihr die nämlich kennt, dann wisst ihr, ich sollte niemals mehr als diesen Betrag von XY zu verlieren. Denn wenn das passiert, dann passieren meistens noch größere Verluste. Und wenn ihr das für euch rausgefunden habt, umso besser, dann wisst ihr, wie ihr euren Stop-Loss platzieren könnt. Auch das Portfolio-Risiko solltet ihr betrachten. Wenn ihr mehrere Positionen habt, die ihr gleichzeitig im Depot habt, wie geht ihr damit um, auch mit dem Risiko? Heißt es dann einfach, ihr habt 5 verschiedene Positionen, ihr habt definiert, 1% vom Konto ist das Risiko pro Trade und das wird einfach nur kumuliert. Wenn ihr dann beispielsweise 500 Euro jeweils riskiert, dann werdet ihr bei 2.500 Euro. Ist es das? Oder sagt ihr, nein, das Portfoliorisiko darf maximal bei 3%, bei 4%, vielleicht 5% vom Konto, von der Kontogröße sein. Auch das für euch definieren. Und dann wisst ihr auch, wann ihr keine Position mehr eröffnen könnt und welche Dinge passieren müssen, bis ihr wieder neue Positionen eröffnet. Der maximale Drawdown. Wenn ihr ein 10.000 Euro Konto auf 15.000 Euro beispielsweise hochgetradet habt, und ihr fallt jetzt wieder von den 15.000 oder von, sagen wir, auf 20.000. Und ihr fallt von den 20.000 wieder runter auf 15.000. Dann habt ihr 5.000 Euro verloren. Das wären aber 25%, die ihr wieder verloren habt. Auch hier einen maximalen Drawdown definieren, der
auch in einem einstelligen Prozentbereich sein sollte. 5%, vielleicht 6%. Was passiert, wenn der erreicht wird? Dann hört ihr erstmal mit dem Trading auf. Ihr schaut euch an, woran liegt das jetzt, dass ich in der kurzen Zeit diese 5-6% verloren habe. Und schaut euch mal eure Trades noch genauer an. Warum funktionieren die gerade nicht? Ist es, weil ich bestimmte Dinge verändert habe an meinem Trading? Ist es, weil die Signale in dem aktuellen Markt nicht gut funktionieren? Das ist also ein Hilfsmittel zur Kontrolle und ein Hilfsmittel dazu, dass ihr euer Kapital schont, dass ihr nicht sinnlos Kohle rausfeuert, die ihr einfach nicht rausfeuern müsst. Gleichzeitig offene Position, vorhin schon kurz angesprochen, wie viele sind das maximal und was muss passieren, damit ich, wenn ich eine Position habe, eine zweite eröffne. Auch dort kleinere Tipps, die ich geben kann, die ihr euch vielleicht überlegen solltet. Zum Beispiel eine zweite Position erst eröffnen, wenn die erste Position im Gewinn ist. Zum Beispiel, wenn ihr das anfängliche Risiko schon verdient habt. Erst dann wird eine zweite Position eröffnet. Oder wenn ihr den Stop-Loss auf plus minus null bei der ersten Position nachgezogen habt. Und erst dann öffnet ihr neue Positionen. Das Ganze gilt dann eben auch für Position 2, wenn ihr eine dritte Position eröffnen wollt und so weiter. Das ist zum Beispiel das, wie man hier auch Positionen managen kann. Positionsgrößenbestimmung, auch das wichtig, damit ihr nicht mit zu viel Risiko unterwegs seid. Und das könnt ihr ganz einfach bestimmen, wenn ihr hier schon solche Themen bearbeitet habt wie Risiko pro Trade. Nehmen wir an, als kleines Beispiel, ihr habt 10.000 Euro auf dem Konto. Ich kürze das mal mit 10k ab. Ihr habt definiert, von den 10.000 wollt ihr maximal 1% pro Trade riskieren. Jetzt schaut ihr euch eine Aktie an, die interessant für euch ist, die ihr traden möchtet. Die Aktie, ihr möchtet einsteigen bei 100 Euro. 100 Euro, das ist euer Einstieg. Und die Aktie habt ihr jetzt analysiert. Ihr legt fest, dass ihr, wenn der Trade nicht aufgehen sollte, wenn die Idee nicht mehr intakt ist, das ist genau dann, wenn die Aktie auf unter 98 Euro fällt. Ihr legt also euren Stop-Loss auf 98 Euro. SL 98. Das wären gleichzeitig eben 2 Euro Risiko pro Aktie, dieser Stop-Loss. 2 Euro Risiko pro Aktie. Jetzt wisst ihr, ihr habt 1%, die ihr riskiert, von den 100.000, das sind 100 Euro. Ja, die haben wir ja hier schon stehen wegen der Aktie. Nehmen wir die einfach mal dazu. Jetzt wisst ihr auch, der Stop-Loss bei 98 Euro, 2 Euro vom Einstiegskurs entfernt. Und wenn ihr die 100 Euro Risiko pro Trade durch die 2 Euro teilt, dann kommt ihr auf die Anzahl der Stücke, die ihr handeln könnt. Das wären dann in dem Falle 50 Stücke. Und 50 Stücke mal die 100 Euro wären die 5.000 Euro, und die ihr dann investiert in die Position, wenn ihr das Ganze mit einem Direktinvestment macht. Das wäre jetzt hier ein Beispiel von Positionsgrößenbestimmung. Je näher der Stop-Loss natürlich am aktuellen Kurs liegt, desto größer wird die handelbare Stückzahl, die ihr handeln könnt. Das kann mitunter dahingehend passieren, dass die Positionsgröße, das Kapital, was ihr eigentlich investieren könntet, größer wird als eure Kontogröße. Dann könnt ihr mit zwei Dingen entsprechend damit umgehen. Entweder ihr sagt, ja okay, gut, 10.000 Euro, mehr habe ich nicht, dann
investiere ich eben nur an die 10.000 Euro. Oder aber der intelligente Einsatz von Hebelprodukten. Das, was die meisten Trader, die Hebelprodukte einsetzen, immer wieder falsch machen. Hier könnt ihr mit dem gleichen Risiko nur die 100 Euro Hebelprodukte nutzen, um ein höheres Handelsvolumen am Ende zu haben als die 10.000, die ihr zur Verfügung habt. Und trotzdem eben, wie gesagt, nicht mehr als die 100 Euro riskieren. Das ist der intelligente Einsatz von Hebelprodukten im Rahmen der Positionsgrößenbestimmung. Das kurz zum Thema Risiko und Money Management. Wie gesagt, es gibt da sicherlich noch viele, viele weitere Fragen, die man sich in dem Thema stellen kann. Wenn ihr euch aber zumindest schon mal die Fragen stellt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg, um hier das, was jeder Trader, der erfolgreich sein will, umsetzen muss, nämlich die Risiken klein zu halten, die Verluste klein zu halten, auf dem Weg zum Erfolg dann eben auch vollzieht. Analysemethoden. Kommen wir nach dem Exkurs dazu. Wenn wir uns also mit der Marktanalyse beschäftigen, die Nummer 1, die wir vorhin hatten. Am besten ist immer so eine Kombination aus drei Dingen. Aus der Analyse, aus der Überprüfung und dem Timing. Also wo steige ich ein? Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten. Diejenigen, die sich schon mehr mit dem Thema auch Markttechnik beschäftigt haben, in den Büchern von Michael Vogt zum Beispiel, da kommt immer wieder ein Begriff, der nennt sich Großwetterlage. Und die Großwetterlage solltet ihr immer im Hinterkopf haben. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Also wenn wir uns hier beispielsweise im Wochenchart bewegen, wir schauen, wie sieht die Aktie aus? Wir nutzen eben die Dinge, die wir vorhin in der Marktdiagnose gesehen haben. Welcher Trend liegt vor? Trendstadium, sind wir da schon weit fortgeschritten? Wie sieht das Ganze aus? Haben wir hier es mit Trendfortsetzungen zu tun? Wo sind Widerstände, Unterstützungen? Oder gibt es eine Trendwende gegebenenfalls? Und dann überprüft ihr das, wenn ihr analysiert habt, im Monatschart. Also im Chart oben drüber sozusagen. Wenn ihr im Wochenchart unterwegs seid, nehmt ihr den Monatschart, um das Ganze zu überprüfen, die Großwetterlage. Und wenn das passt, dann könnt ihr timen. Dann könnt ihr im Tageschart schauen, wo sind die Signale. Hier haben wir dann eben einen Zeithorizont, der Trade, der vermutlich dann mehrere Monate intakt ist, wenn wir uns das Ganze anschauen. Wenn ihr beispielsweise trendfolgend unterwegs seid und natürlich, wenn man ausgestoppt wird, entpuppt sich irgendwas als Fehlsignal, dann kann es natürlich auch kürzer sein, ganz klar, aber in der Regel dann, wenn wir jetzt hier von einem Trendfolgetrade sprechen, das Ganze mehrere Monate. Und da kommt auch die Frage auf, das Thema Großwetterlage. Was ist denn da, was ist, wenn sich der Monatschart und der Wochenchart widersprechen? Dann ist das also kein gutes Szenario. Ganz einfach, um hier den Trade zu vollziehen. Wenn wir hier schon dunkle Wolken haben im Monatschart, wenn wir von der Großwetterlage sprechen, die aber vielleicht da unten noch nicht zu sehen sind, im Wochenchart oder auch im Tageschart, dann ist das ein Grund zur Vorsicht. Und warum sollte man, das ist immer wieder die Frage, warum sollte man Trades vollziehen, entweder wenn etwas nicht passt, wenn ich dann ein schlechtes Gefühl bei habe, dann sollte ich das lieber nicht machen. Oder aber, es gibt da auch wieder die zweite Möglichkeit, entweder ich mache es gar nicht, Nummer 1, oder Nummer 2 ist, ich mache das mit einer Anpassung. Und in dem Falle dann der Anpassung meines Risikos. Ich weiß, es kann daneben gehen, weil schlechte Voraussetzungen in der Großwetterlage gegeben sind.
dann werde ich vorsichtiger, dann riskiere ich nur noch die Hälfte beispielsweise. Also nur noch anstatt 1% Risiko pro Trade nur noch 0,5% riskieren. Das ist immer wieder die Sache, wie managt man dann solche Geschichten? Anderes Beispiel, wir nehmen den Tageschart, vollziehen dort die Analyse, überprüfen das in der Großwetterlage, in dem Fall ist es der Wochenchart. Das Timing findet im Stundenchart statt. Und da kann ich dann auch dann wieder entsprechend entscheiden. Das war jetzt hier ein Beispiel vorhin vom Thema auch beispielsweise Trendfolge. Hier hat man einen Zeithorizont von circa 4 Wochen, plus minus. Und die Nummer 3, die ich hier mitgebracht habe, wenn wir im Stundenchart anfangen, die Analyse, im Tageschart das Ganze überprüfen, das Timing, eine gute Periodenanzahl, die man da wählen kann, das ist der 15-Minuten-Chart fürs Timing. Und hier hätten wir einen Zeithorizont von circa 5 Tagen. Und mit diesem Analyseprozess, Marktdiagnose, Marktprognose und dann am besten zum Trade, können wir also einen ganzheitlichen Analyseprozess fahren. Ich zeige euch das mal, wie man das Ganze vollziehen kann. Denkt einfach, wir gehen einfach jetzt mal davon aus, wir haben bestimmte Signale, die wir befolgen. Wir haben jetzt schon einen Tradingplan zurechtgelegt mit entsprechenden Risiko- und Moneymanagement und so weiter. Was uns jetzt interessiert, sind die Signale. In dem Falle dazu nutze ich die TraderFox Software, gehe auf das Trade Radar und wir nehmen ganz einfach mal den Klassiker 52 Wochen hoch. Welche Aktien sind auf ein neues hochgezogen? Das heißt, die Software für uns ist sozusagen unser Supermarkt. Der Supermarkt, in dem wir alles finden, was wir brauchen oder was wir auch nicht brauchen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir finden auch im Supermarkt immer was, was wir nicht brauchen. Wir müssen uns auf die Suche machen, auf die Dinge zu suchen, die wir brauchen. Damit wir im Supermarkt nicht zu viel Zeit verlieren, um zu suchen, erstellen wir uns eine Einkaufsliste mit Dingen, die wir brauchen oder vielleicht brauchen. Es ist anders, wenn wir einkaufen gehen, haben wir eine Einkaufsliste und wir kaufen in der Regel auch alles das, was da draufsteht, wenn wir es finden. Beim Trading ist es ein bisschen anders. Da ist die Einkaufsliste für uns so eine potenzielle Liste. Da sind die interessanten Dinge, die wir uns anschauen und die wir dann vielleicht traden, wenn bestimmte Dinge erfüllt sind. Und wenn wir jetzt hier im gesamten Supermarkt sind, der Supermarkt sind beispielsweise alle Kurslisten. Wenn wir sagen, wir handeln in Deutschland, ist es eben DAX, MDAX-Liste, TecDAX-Liste, SDAX-Liste mit den entsprechenden Werten. Es interessiert uns natürlich nicht jede Aktie. Wenn ich nur Aktien kaufen möchte, die auf neue Hochs ziehen, dann interessiert mich aktuell eine Evotech nicht, die vorhin mal wieder bei über 5% im Minus waren und die neue Tiefs machen. Hier sind es noch 4,6%. Wenn wir uns das hier anschauen, die Evotech interessiert mich nicht, wenn ich auf neue Hochs achte. Also ist das schon mal ein Thema, ein Artikel im Supermarkt, den ich gar nicht brauche. Gucke ich nicht drauf. Jetzt hat TraderFox natürlich hier die Kollegen um Simon herum hier die entsprechende Trade-Radar-Liste mit verschiedensten Signalen. Und da haben wir dann eben sowas wie das 52-Wochen-Hoch. Wir werden jetzt alle Aktien angezeigt, wenn ich hier Deutschland Prime mache, aus Deutschland, die auf ein neues 52-Wochen-Hoch ziehen.
Und mit der Liste kann ich dann natürlich was anfangen, wenn ich sage, ich möchte Aktien, die auf neue Hochs ziehen. Dann gucke ich mir nämlich sowas an wie eine Carl Zeiss Meditec. Für das aktuelle Kursniveau ist es jetzt natürlich schon zu spät, irgendwo einzusteigen. Der Ausbruch ist erfolgt. Hier auch schon. Und das ist das, was man sich dann zurechtlegen muss. Carl Zeiss Meditec, okay, haben wir hier einen Ausbruch auf neue Hochs. Was wäre denn da interessant? Da wäre zum Beispiel interessant gewesen, wenn wir hier so einen Durchbruch hätten mitnehmen können. Also zum Beispiel an dieser Stelle. Wenn wir also so eine Carl Zeiss Meditec an dieser Stelle beobachten würden, wenn sie hier durchbricht oder auch hier durchbricht. Und jetzt kann ich, wenn ich jetzt hier wäre, deswegen gehe ich hier mal weg, hierhin, wenn ich jetzt hier wäre, entweder beim Durchbruch oder kurz vorm Durchbruch, die Analyse zu betreiben. Sprich, wie ist denn der Markttrend? Wenn ich mal ein bisschen rauszoome, sehen wir haben hier einen ordentlichen Aufwärtstrend seit Monaten. Wenn wir jetzt hier nur bis 2016 im Tageschart zurückgehen, sehen wir haben hier einen Aufwärtstrend. Wir können hier sicherlich auch Trendlinien ziehen, die auch mehr oder weniger Bestand haben. Hier direkt drei Auflagepunkte beispielsweise. Also Aufwärtstrendlinie spricht dafür, dass wir uns in einem Aufwärtstrend bewegen. Jetzt hier nochmal ganz kurz eine. Dann nehmen wir gleich eine Durchschnitte zur Hand. Visibel sehen wir ja, wir sind in einem Aufwärtstrend. Was sagt denn hier so eine 50-Tages-, 100-Tages- oder 200-Tages-Linie? Sind wir drüber? Sind wir drunter? Wenn ich da natürlich Ausbrüche auf neue Hochs möchte, dann sollte ich mich auch über entsprechenden gleitenden Durchschnitten bewegen. Hier die 50-Tages-Linie mal kurz in Grau dargestellt. Gewisse Unterstützungs- oder auch Widerstandsniveaus, klar, haben wir hier gesehen, das Thema der Durchbruch ist das natürlich. Unterstützungsniveau ganz klar an dieser Stelle, wo wir hier die entsprechenden Tiefs gesehen haben, bei ungefähr 41 Euro, aber auch hier in Richtung der 45 Euro haben wir Unterstützungsbereiche. Und eben hier hinunter bis zum Bereich der 43,89, 43,90. Jetzt sehen wir auch, wenn wir jetzt uns dann mit Indikatoren befassen, das Volumen als allererstes, das hier angezeigt wird, seitdem wir uns hier nach oben bewegt haben, ist das Volumen nach oben gelaufen. Also da haben wir durchschnittlich ein höheres Volumen im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten. Lässt sich sicherlich auch dadurch zeigen, wenn ich den Trend des Volumens mal anzeige mit den Linien, die wir jetzt hier unten sehen. Und da sehen wir jetzt ja die sozusagen gleitenden Durchschnitte über das Volumen gesehen, sind seitdem angestiegen. Also hat das mit steigenden Kursen auch das Volumen angezogen. Indikatoren, die ich natürlich betrachten kann. Macht ein solcher Ausbruch Sinn? Übertreibungen, Bollinger Bänder. Bin ich jetzt außerhalb der Bänder? Soll ich da jetzt mitgehen? Ja oder nein? Deswegen zoomen wir da mal wieder rein. Setze ich hier aktuell, vielleicht sind wir genau dran. Weitere Indikatoren wie so ein MACD, wie eine Slow Stochastic und so weiter, die man sich da anzeigen lassen kann. In dem Sinne gibt es Divergenzen. Was würde mich von dem Trade abhalten? Divergenzen beispielsweise. Wenn ich auf neue Hochs ziehen möchte, dann möchte ich eigentlich, dass das Volumen mitspielt, dass mir keine Divergenzen in gewissen Indikatoren angezeigt werden, sei es der MACD, sei es andere.
Und dann kann ich eben schon mal schauen, passt das für mich im Tageschart, ja oder nein? Wenn es passt, dann kann ich eben die gleiche Übung auch machen, eine Zeitebene oben drüber im Wochenchart. Im Wochenchart mir auch entsprechende Dinge anschauen, wie sieht es denn hier aus, langfristiger, mit dem Trend. Sind wir in einem guten Aufwärtstrend oder eben nicht, wie sieht das Ganze hier aus? Und hier sind wir natürlich auch in einem Aufwärtstrend. Mach das Fenster einfach nochmal etwas größer. Und da kann ich mir dann eben auch die Dinge anschauen, die mir hier die gleichen Instrumente, die ich im Tageschart benutzt habe, auch im Wochenchart zunutze machen, um zu schauen, passt das da für mich, ja oder nein? Und wenn es dann eben passen sollte, dann gehe ich da vom Wochenchart eine Zeitebene runter in Richtung der 60 Minuten des Stundencharts. Aber wenn wir kurz beim Wochenchart bleiben, wie gesagt, hier auch ein entsprechender Aufwärtstrend, der vorliegt. Auch hier kann ich das Ganze mit Trendlinien unterfüttern, die ich einzeichne. Widerstandsunterstützungsniveau, die auf dem Wochenchart eben noch etwas deutlicher vielleicht an der einen oder anderen Stelle rauskommen, die ich mir anschauen sollte. Und wo ich dann mich dran orientieren kann. Dann auch der MACD, wie sieht es da aus? Gibt es da Divergenzen? Wenn wir uns jetzt hier vor dem Durchbruch befunden haben, sehen wir, nein, aktuell gibt es, was die Linien angeht, keine Divergenzen. Da sind wir jederzeit, wenn wir ein neues Hoch gemacht haben im Kurs. Also hier Mitte 2016 war das, haben wir auch im MACD mit den Linien neue Hochs gemacht. Als wir dann eben hier im Juni 2017 neue Hochs in dem Falle gemacht haben, auch hier im MACD mit den Linien. So könnte für den einen oder anderen auch dafür sprechen, zack, da kann ich auch entsprechend vielleicht sogar einsteigen, mir so ein Timing dann überlegen im Stundenchart. Wenn ich dann im Stundenchart bin, eben gleiches Bild. Wir hatten hier die Situation, dass wir hier ausgebrochen sind, da wo der Pfeil ist, deswegen hatte ich den im Tageschart gemacht, um uns dann auch da orientieren zu können. Und wo kann ich dann entsprechend timen? Einfach nur, wenn der Durchbruch stattfindet, oder sollte da dann eben auch gewisse, sollten da auch gewisse Dinge im Stundenchart gegeben sein? Beispielsweise MACD auch wieder, gibt es im Stundenchart Divergenzen? Macht es Sinn, den ersten Ausbruch mitzunehmen, wenn er denn stattfindet? Wenn die Divergenzen da sind, vielleicht nicht unbedingt. Oder dann lieber hier das zweite Thema dann verfolgen. Das sind so die drei. Jetzt war das Tageschart, Wochenchart, Stundenchart, Analyse, Überprüfung und Trade am Ende des Tages, das Timing. Und ja, wie gesagt, wenn es das 52-Wochen-Hoch ist, das ihr anschauen wollt, dann ist es da natürlich zu betrachten. Wenn wir jetzt aber natürlich an dieser Stelle schon waren, so wie es jetzt aktuell bei Carl Zeiss Meditec der Fall ist, wir haben jetzt hier zwar ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht, wir haben aber kein wirkliches Breakout-Szenario, dann kann ich das Ding schließen, muss ich nicht weiter betrachten. Und dann kann ich eben die Liste hier weiter durchgehen. Was nehme ich stattdessen? Ich nehme hier sowas wie eine Beiersdorf. Ja, auch ähnliche Geschichte. Der Durchbruch hat einfach auch hier schon stattgefunden. Jetzt ist die Frage, ob ich hier noch vernünftig reinkommen kann oder eben nicht, wenn ich hier die
Dinge analysiere. Das Charmante ist auch hier wieder, ihr legt euch Indikatoren zurecht, ihr legt euch entsprechende Dinge im Chart zurecht. Wie vorhin gezeigt, Bollinger Bänder, gleitende Durchschnitte, ein MACD, was auch immer. Wenn ihr es gemacht habt, ich zeige euch das nochmal, hier einfach mal ganz kurz Dinge eingefügt. Könnt ihr jetzt hier unten auf Konfiguration klicken und diese Konfiguration dann speichern als. Dem Namen geben, Test machen wir das Ganze mal. Und dann könnt ihr diese Konfiguration ja immer wieder aufrufen. Entweder wenn ihr Charts habt und die so durchgeht, dann haben wir die Konfiguration Test, die jetzt hier immer aktiv ist. Und so müsst ihr nicht immer wieder für jeden Chart neu das Ganze einstellen. Und ihr könnt eben auch hier oben in den Optionen, in den Einstellungen einstellen, ja, welche Konfiguration immer wieder genommen werden soll, wenn ihr neue Charts aufmacht. Wenn ich nämlich jetzt hier so einfach auf die Software AG zum Beispiel klicke, der Chart öffnet sich, ist der Chart erstmal nackt. Und dann müsste ich hier wieder auf das Thema Test zum Beispiel gehen. Oder aber hier, wie gesagt, in den Einstellungen findet ihr dann bei Charts, welche vorgefertigte Konfiguration möchtet ihr hier einsetzen. Die, die ihr hier angelegt habt oder auch vorgegebene, die schon vorher da sind, von TraderFox zurechtgelegt. Dann könnt ihr das Ganze eben entsprechend hier umsetzen. Ich habe hier mal sowas auch vorher vor dem Webinar zurechtgelegt, habe ich das einfach Webinar TA genannt. Da sind dann eben auch solche Dinge drin. Bollinger Bänder, entsprechende gleitende Durchschnitte, der MACD und auch die Slow Stochastic. Eine Frage reingekommen, wenn ich gerade mal in die Chats lese, die passt eigentlich ganz gut da rein, zum Thema Zeiteinheiten. Wenn wir jetzt hier drei verschiedene haben, hier beispielsweise Evotec, wenn wir hier das Beispiel hatten, Tageschart, Analyse, im Wochenchart die Überprüfung und im Stundenchart die entsprechende oder das entsprechende Timing. Kann man das auch anders variieren? Ja klar, könnt ihr auch. Aber achtet darauf, dass es Sinn macht, das Ganze zu machen. Kleines Beispiel, wir gehen mal in einen 5-Minuten-Chart. Wenn wir jetzt hier im 5-Minuten-Chart sind, bei der Evotec, ich mache mal den Chart komplett frei von allem anderen, dass wir nur die Kurse sehen, Candlesticks. Und ihr sagt jetzt, ja gut, ich nehme den 5-Minuten-Chart, ich überprüfe das im 10-Minuten-Chart, dann habt ihr kein anderes wirkliches Bild. Das macht dann nicht ganz so viel Sinn, das Ganze zu machen und dann Time im 1-Minuten-Chart. Das ist vielleicht nicht das Beste, wenn ihr vom 5-Minuten-Chart auf den 10-Minuten-Chart springt, sondern da sollte dann etwas entsprechend anderes zu sehen sein, wo wir dann auch wirklich ein größeres Bild dann bekommen. Das bekommen wir nicht unbedingt, wenn wir von 5 auf 10 Minuten gehen, sondern dort eher vielleicht auf 30 oder auf eine Stunde. Da sieht es dann schon wieder anders aus. Und deswegen, klar, könnt ihr variieren, genauso wie es euch da eben hier passt. Das waren die drei Beispiele, die ich hatte. Einmal im Wochenchart analysieren, im Monatschart überprüfen und im Tageschart dann timen. Nummer 2 war im Tageschart anfangen zu analysieren, im Wochenchart überprüfen und dann das Timing im Stundenchart. Und dann eben die Nummer 3, die wir vorhin gesehen haben, im Stundenchart analysieren, im Tageschart überprüfen
im 15-Minuten-Chart timen. Das sind drei Beispiele. Ihr könnt da natürlich variieren. Aber so, mit solchen Geschichten könnt ihr eben die Spreu vom Weizen trennen. Wo ist denn hier ein interessanter Kandidat für mich im Bereich der 52-Wochen-Hochs beispielsweise? Ist es eine Beiersdorf? Ist es eine Deutsche Post? Ist es eine TLG Immobilien? Was auch immer, was hier noch an 52-Wochen-Hochs dann für uns da eine Rolle spielt. Was natürlich mit solchen 52-Wochen-Hochs gilt, könnt ihr genauso mit 52-Wochen-Tiefs machen, könnt ihr mit anderen Breakout-Situationen machen. Hier haben wir natürlich hier bei der Deutschen Post, da steht so ein Ausbruch noch bevor. Nach hier oben. Jetzt ist aber auch hier die Frage wieder, kann das passen, kann das nicht passen? Der Trend wird jeder sicherlich bestätigen, deutet nach oben, wir haben einen Aufwärtstrend, wir sind über den gleitenden Durchschnitten, wenn wir hier auch drei betrachten, 50 Tages, 100 Tages und 200 Tages Linie. Ja, das Volumen hat immer wieder mitgespielt, wenn Durchbrüche stattgefunden haben. Bis zuletzt hat auch der MACD hier mitgespielt. Beim Bruch oder bei dem neuen Hoch hat auch der MACD ein neues Hoch gemacht. Von daher ist es dort der Fall. Jetzt brauchen wir natürlich eine entsprechende Dynamik nach oben und einige Tage, dass wir nach oben ziehen, dass dann eben auch ein Ausbruch auf ein neues Hoch mit einem neuen Hoch bei den MACD-Linien entsprechend da ist. Die Slow Stochastic kann man zum Beispiel dazu einsetzen, wenn der Ausbruch geschieht. Idealerweise ist die Slow Stochastic dann über 80 im sogenannten überkauften Bereich, wo aber er dann auch erstmal die Post abgeht, sozusagen, wenn eben Bereiche von über 80 dann oder wenn ein Steigen auf über 80 passiert, dass hier eine gewisse Dynamik nach oben sich nochmal entfesselt. Aber jetzt haben wir uns natürlich erst einmal nur mit der Analyse beschäftigt. Ob es jetzt die Post war, wie sieht das aus, kann das überhaupt interessant für mich sein? Wenn es interessant für mich ist, heißt es, diese Aktien, die da rauskommen, für mich in eine Watchliste zu setzen. Mir dann entsprechende Kursalerts zu setzen, wenn das passiert. Entweder, dass ich dann mit einem Stop-Buy beispielsweise irgendwo reingehe oder dass ich einfach nur in Alert setze, wenn das gewisse Niveau überschritten wird, dass ich dann benachrichtigt werde und das Ganze nochmal überprüfe. Wir haben jetzt ja dann noch nicht vom Thema Prognose gesprochen, da dann eben auch Marktszenarien ableiten. Wo oder wie kann das Ganze weitergehen? Das fehlt da natürlich auch noch. Was sind meine Ziele dabei? Sind es die Ziele, die ich habe, wenn ich mir einen Tradingplan zurechtgelegt habe, realistisch, dass sie erreicht werden? Zum Beispiel bei der Beiersdorf, wenn ich jetzt hier so einen Ausbruch traden würde oder getradet hätte, hier auf ja, 99 Euro ungefähr, als wir da ausgebrochen sind vor 3 Tagen in der letzten Woche. Wo setze ich meinen Stop-Loss und was wäre denn ein adäquates Ziel für mich? Es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, gut, ich setze meinen Stop-Loss irgendwo hier hin und wenn ich dann pauschal sage, ja, ich warte jetzt ab, bis die Aktie auf 180 steigt. Da muss man eben realistisch sein. Da ist es wahrscheinlicher, dass der Stop-Loss ausgeführt wird, als dass
die Aktie auf 180 einfach so steigt, ohne dass wir hier so ein Niveau von 94, von 95 nochmal vorher erreichen. Und daher wichtig ist, was ihr mit diesen Signalen anfangt im Trade. Was möchtet ihr? Möchtet ihr dann trendfolgend unterwegs sein? Sprich höhere Hochs, höhere Tiefs. Möchtet ihr einen kurzen Ausbruch nur mitnehmen? Vielleicht einen Euro Kursperformance machen, wie auch immer. Möchtet ihr was ganz anderes noch erreichen? Das ist dann eben genau das, was in eurem Plan stehen sollte und was ihr vorher wissen müsst. Wann steige ich aus? Im Gewinnfall und im Verlustfall. Im Verlustfall ganz klar natürlich, wenn ein entsprechendes Niveau unterschritten wird. Wie hier zum Beispiel. Sieht aus wie eine Tasse mit Henkelformation. Hier die Tasse mit dem Tief dort unten, wo der Pfeil ist, und beim zweiten Pfeil hier der Henkel. Trendfortsetzungsformation ist das Ganze. Jetzt wissen wir aber, bei Tasse mit Henkelformation ist es auch schwierig, erstmal so ein ultimatives Kursziel zu bestimmen. Da es eine Trendfortsetzungsformation ist, kann ich dann eben darüber entscheiden, jawohl, trendfolgend unterwegs sein, höhere Hochs, höhere Tiefs. Das mache ich dann in dem Falle trendfolgend. Und dann würde ich rausfliegen, wenn ich ausgestoppt werde. Wenn wir hier neue Hochs machen und höhere Tiefs, entsprechend ausgestoppt, entweder irgendwann, wenn ein gewisses Kursniveau unterschritten wird, der Henkel oder die Tasse, oder aber wenn wir eben auf Hochziehen, von Hoch zu Hochziehen, ziehe ich meinen Stop-Loss immer wieder auf die entsprechenden neuen Tiefs nach und werde dann irgendwann im Idealfall im Verlust, im Gewinn ausgestoppt und nicht im Verlust. So. Die Frage, die jetzt natürlich ist, sofort traden bei solchen Ausbrüchen oder einen Rückfall abwarten? Ja, ein Rückfall passiert nicht immer. Und es kann da durchaus sein, dass man wartet und wartet und wartet und nichts passiert. Und daher heißt es nicht unbedingt immer nur auf Rückfall warten. Das ist was für Nachzügler, die das Ganze beim ersten Mal verpasst haben. Aber wer sagt denn nicht, dass der Rückfall dahin mündet, dass wir einfach fallen und weiterfallen und dann eben den Trend wechseln? Also bei der Evotec zum Beispiel damals im Laufe dieses Jahres, als wir Breakouts gesehen haben, mal gab es einen Rücksetzer, hier zum Beispiel Breakout gesehen, da wo der Pfeil jetzt ist, dann gab es hier so einen kurzen Rücksetzer nochmal auf das Breakout-Niveau. Als wir dann aber dieses neuerliche Hoch überschritten haben, an dieser Stelle, ja, da hatte man bis vor kurzem noch auf den Rücksetzer gewartet und wenn man dann diesen Rücksetzer tradet, ist man vermutlich hier, ja, oder man wartet immer noch, auch noch. Und ob es dann wieder dreht, ist dann auch fraglich. Und von daher hier entsprechend diese Dinge dann für sich entscheiden. Also so ein Rücksetzer warten, wenn ein Ausbruch erfolgt, passiert nicht immer, hat man das Risiko, dass man Gelegenheiten verpasst. Oder wie geht das Ganze weiter? Das Fiese bei der Evotec war ja eben auch, dass mehr oder weniger bis hier bis zum Hoch alles intakt war. Denn der MACD hat da höhere Hochs gemacht, da waren keine Divergenzen da. Wir haben aber dann direkt unvermittelt vom Aufwärts- in den Abwärtstrend gewechselt, als wir eben dieses Tief hier unterschritten haben. Und das war dann auch mindestens das Warnsignal hier, als wir die 19 Euro unterschritten haben, hatte sich das Ganze eben auch, dieses Unterschreiten, mit einer Volumenserhöhung eben auch, ist das vonstatten gegangen. Und dann haben wir hier sowas wie ein Doppeltop eigentlich gehabt. Also Trendumkehr, unvermittelt und da ging es dann peu à peu nach unten. Genau
Ist das nicht eine Information, kam da? Genau. Jetzt ist die Frage, kann man bei der Evotec schon wieder sehen, dass die Aktie bald wieder steigen wird? Es gibt viele, die sich das wünschen, aber ob die Aktie dann wieder bald steigen wird, ist die große, große Frage. Was sich hier oben mit so einer Umkehrformation angedeutet hat, sollte sich hier unten auch irgendwo mit einer Umkehrformation andeuten. Bisher müssen wir, wenn wir analysieren, sagen, wir sind in einem Abwärtstrend. Wir können ja das ganze gleiche Spielchen auch nochmal machen. Hier. Wir sind in einem Abwärtstrend. Wir sind jetzt gelaufen bis zu einem Unterstützungsniveau, mehr oder weniger. Hier unten bei 11,28 Euro. Ich mache die Linie da mal fett. Aber Markttrend zeigt nach unten. Wir haben ich zoome da nochmal rein. Das ist das, was wir jetzt anschauen. Der Trend im Tageschart aktuell zeigt nach unten. Wir haben hier an dieser Stelle, das hier, so eine Flaggenbewegung gesehen. Diese Flagge hat mit dem Pfeil hier ein Mindestkursziel irgendwo unterhalb von 12 Euro. Das wurde jetzt schon erreicht, durchaus. Aber es ist eben Mindestkursziel. Mal schauen. Also es ist aber auch noch kein Anzeichen dafür, dass wir jetzt direkt wieder nach oben abdrehen. Es kann noch viel, viel weiter gehen. Das Problem bei der Evotec ist eben weiterhin das hohe Volumen. Mit den Abwärtsbewegungen haben wir hier große, große Volumensbalken. Wenn wir das mit der Vergangenheit hier betrachten, ist das Ganze deutlich höher als das, was wir hier in den letzten Wochen und Monaten im Schnitt gesehen haben. Und von daher, the volume goes with the trend, das Volumen geht mit dem Trend. Der zeigt gerade abwärts. Einfach nur im Tageschart sieht man, es ist kein großes Anzeichen da, dass wir hier drehen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, ein Unterstützungsniveau, wo wir jetzt hier knapp dran sind. Aber nur weil es ein Unterstützungsniveau ist, heißt es nicht, dass wir jetzt morgen um 18% nach oben gehen und dass wir genau an dieser Stelle drehen. Es kann auch genauso gut sein, dass wir hier hinunterfallen und dort entsprechend vielleicht nochmal auf das Niveau hier unten unterhalb der 10 laufen. Da heißt es, was ist mein Plan? Habe ich ein antizyklisches Signal, was ich befolge? Wenn ja, muss ich darauf warten. Ist es eine Umkehrformation? Muss es dann eine W-Formation sein? Eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation? Vielleicht ein Candlestick-Muster, was auftreten sollte. Und dann kann ich mich entsprechend positionieren. Aber jetzt einfach blind zu kaufen, da ist das Ganze nicht das Richtige dafür. Da empfehle ich übrigens das erste Kapitel von einem Buch von John F. Carter. Ich mache mal gerade hier das Ganze auf. Ich komme ja nächste Woche noch mit Buchempfehlungen, aber schaut euch das mal an. Hat Trader Fox hier auch als Buch irgendwo dargestellt? Ja, das große Buch des Swing- und Daytradings. Lest euch mal das erste Kapitel durch. Da gibt es auch einen fiktiven Trader, der mal die Taser-Aktie gehandelt hat und was Ähnliches gemacht hat. Es öffnet vielleicht dem einen oder anderen die Augen. Und dass eben das hier, nur weil hier eine Unterstützung ist, dass es nicht heißen muss, dass der Kurs jetzt hier dreht. Sondern das ist halt, wie gesagt, auch durchaus noch auf 10, auf 9, auf 8, auf 7, vielleicht sogar zurück auf 5 fallen kann. Häufig ist es eben so, solange wir hier keine Umkehranzeichen haben, und bei einer solchen Kursbewegung muss es eigentlich eine entsprechende Kursformation sein, ähnlich wie hier oben mit dieser M-Formation, die dann stattfindet, damit wir hier auch wirklich wieder
positiver in die Zukunft blicken können, dass wir hier auch mal wieder Kurse von 15, 16, 17 Euro sehen können. Aber aktuell gibt es da kein großes Anzeichen dafür. Und deswegen heißt es hier an dieser Stelle, wenn ich jetzt auf steigende Kurse setzen möchte, bietet sich mir hier kein großartiges Signal. MACD liegt hier gerade vielleicht an dem Punkt, wo er einen Schnittpunkt hat, aber ein MACD als Schnittpunkt nur zu nehmen, wer das mal ausgewertet hat, weiß, dass die Ergebnisse spärlich sind und nicht nachhaltig erfolgreich. Und außerdem sind wir hier im überverkauften Bereich, was die Slow-Stochastik angeht. Und das ist bei der Slow-Stochastik ein Zeichen dafür, dass es immer noch weiter nach unten gehen kann. Ist Evotec eine Qualitätsaktie? Ja, das ist die Frage, wie man Qualität definiert. Da sind wir sicherlich im fundamentalen Bereich, das passt jetzt nicht so gut ins Webinar hinein. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ist Evotec eine Qualitätsaktie? Minus 11 Millionen, minus 78 Millionen, minus 45, plus 3, plus 6, plus 2,5, minus 25. Einfach nur einen Blick auf den Gewinn zu werfen, würde ich direkt sagen, nein. Es ist halt ein Wachstumswert. Es hat die Evotec nicht mehr und nicht weniger. Biotechnologie sehr stark schwankend, immer wieder. Von daher aus meiner Sicht nichts, was Qualität definiert. Das, was ich jetzt hier einfach mal ganz kurz so sehe. Und wie gesagt, hier habt ihr den Supermarkt, hier habt ihr die verschiedensten Signale, die ihr braucht oder auch nicht braucht. Und da könnt ihr dann eben anschauen. Worauf man dann eben bei antizyklischen Dingen achten kann, ist sowas wie ein Lonely Warrior. Haben wir ja im letzten Webinar auch schon besprochen. Lonely Warrior Long, Lonely Warrior Short. Was ist denn da interessant? Solche Rebound-Signale hier zum Beispiel. Findet ein Webinar zum Thema Fundamentalanalyse statt. Wir sind hier im Bereich Ausbildung zum technischen Analysten. Da sage ich direkt nein. Wir sind hier bei der technischen Analyse, nicht bei der Fundamentalanalyse. So, ich schaue mal gerade die Fragen an, die hier noch reingekommen sind. Deswegen bin ich gerade mal etwas ruhiger. Ich schaue mal gerade auf welche, die ich noch nicht beantwortet habe. Das Thema, wo finde ich denn die Aufzeichnung? Schaut mal hier auf traderfox.de, Live-Webinare. Trader Camps. Und hier findet ihr schon die 5 Videoaufzeichnungen und der Rest. Schaut einfach hier, wenn ihr auf die Videoaufzeichnung klickt, dann seht ihr hier alle anderen auch bei YouTube. Also hier ist auch das letzte Webinar Nummer 6. Da haben die Kollegen da das Ganze hier noch nicht hinzugefügt und lasst euch nicht von den Terminen hier von den letzten 2 beirren. Die haben sich eben verändert. Webinar 7 haben wir heute, Webinar 8 ist dann nächste Woche. Das ist das Praxiswebinar. Da betrachten wir solche Dinge hier einfach nochmal und noch mehr. Da können wir auch einen Blick auf den DAX dann werfen. Da können wir andere Aktien uns anschauen. Wie sieht es denn da aus? Und wie gesagt, ihr müsst für euch genau das finden, was auf euch passt
Ausbrüche auf neue 52-Wochen-Hochs waren jetzt hier ein Beispiel. Trendfolgend unterwegs sein ist das nächste Beispiel. Antizyklische Signale und so weiter. Das müsst ihr für euch herausfinden, was ihr in dem Falle gut könnt, wie ihr gut traden könnt. Und daher könnt ihr das Ganze, was ich hier sage, immer als Beispiel als betrachten, aber für euch müsst ihr eben das finden, was passt. Kursziele, wie kann ich die definieren? Ja, da schau einfach mal auch auf die Webinare, die jetzt hier schon stattgefunden haben, gerade auch was das Thema Formationsanalyse angeht, Kursziele zu definieren. Wie gesagt, wenn man trendfolgend unterwegs ist, ist das immer schwierig, Kursziele dann zu definieren, denn man fliegt ja dann raus, wenn der Trend nicht mehr intakt ist. Sprich mit einem Stop-Loss, der dann greift. Egal ob im Verlust oder dann im Gewinnfall. Aber solche Dinge wie das Thema Kursziele zu bestimmen, gehört zum einen das Thema Formationsanalyse. Wenn wir sowas haben wie bei der Evotec mit so einem Mindestkursziel, das schon weit überschritten worden ist, bei der M-Formation, bei solchen Geschichten M- und W-Formation, haben wir immer die Höhe der Formation. Von dem Hoch bis zu diesem Tief in der Mitte beim Durchbruch nach unten abtragen. Das wäre das Mindestkursziel gewesen, mehr oder weniger der Beginn der Flagge hier. Und so sehen wir auch, dass Kursformationen Hand in Hand gehen. Aus der M-Formation als Trendumkehrformation ist dann eine Trendfortsetzungsformation geworden mit dieser Flagge, die dann eben ein entsprechendes Kursziel hat. Die letzte Bewegung vor der Flagge nach unten abtragen, beim Durchbruch. Da haben wir auch wieder das Kursziel, was eben jetzt hier heute erreicht ist. Ja, wie lange bleibe ich im Trend bei so einer Evotec? Ja, das, was du als Trend definierst. Es gibt hier verschiedene Trendgrößen. Auch hier wieder jetzt das Thema Markttechnik. Man hat hier eben den großen Trend. Ich kann mal kurz das Markttechnik-Paket anschauen. Nochmal hier sehr großer Trend. Hier, da die schwarze Linie. Das kann ich dazu aber auch noch, um mir das Leben leicht zu machen, einfach nur einen mittelgroßen Trend. Das variiert dann hier natürlich auch mit der Trendzählung und so weiter. Und deswegen ist das Ganze abhängig davon, welche Größe du auch wählen möchtest. Hier beim Abwärtstrend aktuell ist es einfach. Da haben wir eigentlich hier diesen großen, das ist hier mehr oder weniger der mittelgroße Trend, den wir hier haben, der jetzt hier weitergeht. Aber sehr einfach von der Zählung her eben auch. Und da wäre es dann jetzt der Fall, wir haben heute ein neues Tief gemacht. Dann wäre dies hier das Tief, was mich interessiert. Da würde ich rausfliegen, da würde ich meinen Stop-Loss platzieren wollen an dieser Stelle. Und dann eben rausfliegen, wenn wir hier wieder über das Niveau von 13,94 Euro laufen würden. Ja, das kann man im Webinar 2 zum Beispiel auch nochmal anschauen. Da ist das Thema Markttechnik auch noch dabei. Aber wie gesagt, es macht Sinn, sich alle Webinare anzuschauen. Die sind aufeinander aufbauend und da bringt es nichts, wenn man sich jetzt Webinar 7 rauspickt und kein anderes davon sich angeschaut hat. Und von daher ist das Thema hier auch schon betrachtet worden in dem einen oder anderen Webinar.
Thema Fundamentalanalyse kam jetzt nochmal was rein. Sollte man die nicht betrachten, wenn man technische Analyse macht? Es ist zum einen eine Philosophiefrage. Der eine sagt, ich mache nur technische Analyse, der andere sagt, ich mache nur Fundamentalanalyse. Ich sage aber, man kann durchaus gute oder bessere Ergebnisse erzielen, wenn man auch so einen gewissen fundamentalen Filter sich dann eben zurechtlegt, dass man hier Luschen einfach nicht sich per se ins Boot holt, indem man fundamentale Dinge schon vorher betrachtet und dann solche Aktien ausschließt. Also, dass man zum Beispiel sagt, nur Aktien, die jetzt hier einen gewissen, ja, die einfach fundamental gut aussehen, zum Beispiel in dem Falle, dass sie entsprechend ein Gewinnwachstum haben, ein Umsatzwachstum und so weiter in den letzten 5 Jahren beispielsweise eine gewisse Kontinuität da am Tag legen und keine Ausreißer nach unten hatten. Das kann dazu führen, dass man gerade, wenn man Long-Positionen eingeht, also auf steigende Kurse setzt, eben dann auch vor solchen Dingen gefeit ist, wie es ja bei so einer Evotec, bei so einer Dialog Semiconductor auch passiert ist, kann nicht nur davor schützen. Wir sehen es hier bei der Dialog, die hat hier ein sehr gutes Gewinn- und Umsatzwachstum eigentlich gehabt und wird jetzt eben newsbedingt zerstört, weil die Gefahr da ist, dass Apple entsprechend vielleicht eigene Chips herstellen möchte in der Zukunft. Aber es kann eben ausschließen, dass der ein oder andere von solchen Verlierern einfach nicht auftaucht im Depot, wenn man auf steigende Kurse setzt. Ja, alles Weitere dann im Praxis-Webinar in der nächsten Woche. Und da kamen jetzt Fragen zu Nvidia beispielsweise. Das schauen wir uns an in der nächsten Woche. Und der DAX dann zum Beispiel auch. Da ist ja die große Frage, Jahresendrallye ja oder nein. War das am Freitag mit dem Tief bei 12.800 der Startschuss und mit dem heutigen Anstieg wieder über die 13.000 und fast bei 13.100 jetzt? Ja oder nein? Können wir uns nächste Woche mit beschäftigen? Bis dahin sage ich jetzt erstmal für alle noch einen schönen Abend. Wie gesagt, schaut euch auch gerne die weiteren Webinare an, die vorher schon stattgefunden haben, gerade die, die hier heute zum ersten Mal dabei sind. Ich schicke euch nochmal kurz die Links dazu in den Chat hinein, dann könnt ihr euch da ganz einfach das Ganze abrufen. Einmal hier und hier zum Beispiel, das war Webinar Nummer 5. Ja, so. So, die beiden Links sind jetzt da. Wie gesagt, einfach mal schauen und dann ist bei YouTube, bei dem zweiten Link auf der rechten Seite, sollten die anderen Webinare dann eben auch dort abrufbar sein. Ja, von daher für heute Abend war es das. Ein schöner Abend, erfolgreiche Trades, erfolgreiche Investments. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.